Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute ist Brandon sein Focus ST MK2 Facelift am Start. Der wird einmal komplett CSR-equipped von uns. Und weil wir wenig Zeit haben, machen wir das jetzt in einer ganz schnellen Nummer à la Time Attack. Mal schauen, wie schnell wir sind, um das ganze Bodykit bestehend aus Kappspoilerlippe, Diffusor, Seitenschweller und Heckflügel zu verbauen. Ich bin gespannt und nach dem Intro lassen wir die Stoppuhr los. Los geht's mit der Kappspoilerlippe für die Fahrzeugfront und wie immer zunächst mal die Passgenauigkeit kontrollieren. Sieht doch spitze aus. Wie sieht's bei dir aus, Brandon? Das passt perfekt. Hervorragend. Dann können wir auch schon loslegen und die ersten Löcher in die Lippe reinbohren. Ganz wichtig vor allem jetzt wirklich die Kappspoilerlippe so montiere, wie sie später am Auto sein soll, weil wenn man jetzt die Löcher übertragen und es irgendwo falsch sitzt, dann müssen wir es nochmal von vorne machen. Daher auch hier lieber zweimal gucken. Jetzt auch nochmal hier schön zu sehen, sauberer Übergang, das passt wirklich sehr gut. Haben wir hier einen bündigen Abschluss. Alles klar. Und schön können wir die ersten Löcher bohren. Ich hole die Druckluft. Genau. Dann einfach direkt von der Lippe in die Stoßstange. Dann hat man genau die Löcher da, wo sie sein sollen. Und dann können wir direkt mit den Nieten weitermachen, wenn die Löcher durch sind. In der Mitte anfangen. Was ein geiles Gerät. Technischer Fortschritt bei CSR. Wir haben pneumatisch betriebene Nietezangen. Sehr, sehr geil. Wenn man zu zweit ist, geht es natürlich doppelt so schnell alles. Also ist ja fast wie beim Boxenstopp, oder? Und dann kann das Klebeband auch schon weg. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, soll es jetzt auch halten. Und das war doch jetzt ehrlich nicht einmal 10 Minuten, oder? Was wir jetzt gebraucht haben. Klar, auf der Hebebühne ist natürlich zeitlich ein Vorteil, aber ansonsten, das ist doch easy going, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also würde ich sagen, machen wir doch direkt mit dem Diffusor hin weiter, wenn das Fahrzeug gerade over ist. Genau. Gerade bevor man loslegt, schon mal der direkte Vergleich. Schaut natürlich original haben wir natürlich schon leichte Finne hier von Werk ab, aber wir haben das Ganze noch etwas sportlicher gestaltet. Und auch nochmal die Sicke hier unten drin, macht nochmal einen schönen Abschluss. Finde ich optisch auch sehr schön. Bin gespannt, wie es am Auto aussieht. Um den neuen Diffuser anzubauen, muss natürlich der alte raus, der serienmäßige. Dafür einfach zwei Clips unten lösen. Zwei Plastikschrauben und oben dann einfach rausziehen. Ist natürlich mit so einem Klipheber am einfachsten, geht aber auch ganz normal mit dem Schraubenzieher. Und dann einfach nur noch anziehen. Und schon ist er weg. So, was uns jetzt hier gleich auffällt, ist, wir haben werkseitig irgendwelche Lasche, die keine Funktion habe, hier am Stoßfänger dran. Die müssen wir entfernen, am besten dann einfach mit dem Seitenschneider abknipsen, damit wir unseren Diffusor dran kriegen. Wie gesagt, die haben keinerlei tragende Funktion werkseitig, aber sie sind halt da und müssen jetzt weg. Und jetzt auch hier die Probemontage. Ich glaube, wir müssen ein bisschen runterlassen. Also, ich meine, du bist größer als ich, gell? Aber ein Stück können wir runter, ganz. Was jetzt natürlich das Problem sein wird, der Stoßfinger ist hier hinten nicht groß befestigt. Das heißt, er hat relativ starkes Spiel. Da habe ich einen kleinen Trick für. Wo ist mein Brett? Das können wir ganz einfach von hinten
zwischen Stoßfänger und Querträger reinstecken. Und dann ist das ein bisschen stabilisiert. Somit habt ihr es dann leichter, das Ding wieder rein zu drücken. Und na, das flutscht super gut rein. So. Ah, hier, die Abstände sind schön gleichmäßig. Hervorragend. So, bei unserer Montage vom Diffusor haben wir auch ein kleines Update. Und zwar sind wir auf dem Social-Media-Bereich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es bessere Variante gibt für die Montage. Wir haben ja vorher Klammern mitgeliefert, sogenannte Kotflügelblechmuttern mit Schrauben und allem drum und dran. War ein bisschen tricky mit der Montage und wir haben jetzt solche Metallklammern. Und dementsprechend müssen wir jetzt nur noch die Metallklammer seitlich aufschieben und dann ist quasi unsere Lasche hinter schon fixiert und im Handumdreh ist dann auch das Thema erledigt. Vielen Dank nochmal dafür für den Tipp und wie ihr sehen könnt, mir gehe mit konstruktiver Kritik natürlich positiv um und versuche auch für euch das Beste umgehend umzusetzen. Am besten habt ihr jetzt hier tatsächlich noch eine zweite Person, die hier einmal den Diffusor reindrückt und dann kann ich hier neben die Lasche ansetzen. Die ist natürlich sehr fest, damit sie klemmt und dann mit einer Zange einfach vollstoßfrei klemmen. Et voilà. Und jetzt habt ihr die perfekte Sicherung, dass der Diffusor nicht mehr aus der Stoßstange rausfliegen kann. Und so arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück einfach weiter. So, der erste Part wäre erledigt. Jetzt haben wir hier werkseitig noch einen kleinen Halter hier unten. Denn hier neben könnt ihr noch mal sehen, wir haben hier die Originalhalterung. Aktuell sind wir gerade hier in der Konstruktion ein paar Stück anzufertigen. Das wird dann dementsprechend natürlich noch mitgeliefert und dann könnt ihr das einmal hier unten befestigen und oben mit einer Schraube oder dem Originalclip. Das ist dann euch überlassen. So, zu dem Thema Halter haben wir uns gleich noch was einfallen lassen. Wir haben ja zwei Halter produziert, die dann mitgeliefert werden. Die werden von hier unten in den Heckansatz eingesetzt. Von unten muss ein kleines Loch gebohrt werden, mit der Serienschraube, mit dem Plastikteil verbunden werden und von oben mit Schraube und Mutter befestigt werden. Ist ein bisschen gefummelt, geht aber auf jeden Fall klar. Haben wir hier auch einmal schon fertig gemacht und dann hält er gleich viel besser. Idealerweise macht man die Halter natürlich vorher hin, bevor man den Heckansatz anbaut. Geht auch so, wie man jetzt gesehen hat. Jetzt fehlt einfach nur noch das Serienteil. Das sind einfach so Plastikteile. Erst das eine reinstecken. Natürlich oben ein bisschen gegenhalten. Dann das zweite rein. Und das letzte Stück kann man dann einfach mit dem Kreuzschraubenzieher reindrehen. Also, Diffusor auch fertig. Hervorragend. War jetzt ein bisschen mehr Arbeit, aber trotzdem summa summarum doch easy going, oder? Genau, ja. Vor allem bin ich sehr erstaunt über diese Metallklammern, ja, wie schnell jetzt endlich der Diffusor von hinten befestigt ist. Coole Sache. Machen wir weiter mit der Seitenschwelle. So, dann einmal vorreinigen, am besten mit Isopropanol. Danach haben wir unsere Reinigungstücher, aber dass das Gröbste schon mal weg ist, einfach Lappen und Sprühdose. Ich komme mit dem Surface Cleaner direkt hinterher, damit man natürlich auch eine optimale Fläche generieren könne, um die höchste Klebekraft zu haben. Dann einmal die Schutzfolie abziehen vom Klebeband. Und gerade wenn man zu zweit ist, kann man dann natürlich optimal den Schweller anheben. Darauf achtet, damit natürlich die Abstände gleichmäßig sind.
Und dann fügt ihr das richtig an die Karosserie an. Fangst du an, Brandon, bei dir anzudrücken? Ja. Und da ist jetzt wichtig, ordentlich Kraft aufzuwenden. Der Hersteller schreibt hier vor ca. 20 kg Anpressdruck, damit das Klebeband optimal hält. Perfekt. Wenn ihr jetzt natürlich eine normale Schere-Hebebühne habt, habt das teilweise natürlich etwas leichter, von ohne ordentlich dagegen zu drücken. Oder auch ganz problemlos natürlich auf der Straße machbar. Hervorragend. Hebt. Wichtig ist, lasst es ruhig über Nacht mal kleben. Auch auf die Temperatur achte. Bei Minusgrade und so weiter, das bitte nicht machen. Wir brauchen hier schon eine Raumtemperatur von mindestens 15 Grad, damit es alles schön harmoniert. Alles klar, machen wir noch schnell die andere Seite und dann treffen wir uns gleich wieder am Heckflügel. Zu guter Letzt ist jetzt der Heckflügel dran. Auch hier, wie immer, einmal die Passform kontrolliere und ausrichte. Wie sieht es bei dir aus? Sieht ganz gut aus. Ich liege schön sauber an. Und in dem Zug können wir uns jetzt gleich die Montageposition markieren. Dann haben wir es nämlich jetzt gleich einfacher. Hier tut ihr gerade euch den Kanteverlauf ansetzen. Gut, Brandon, tust du die Oberfläche wieder vorbereiten? Genau. Einmal wieder das Gröbste reinigen. Und dann natürlich noch mit unserem Reinigungstuch drüber gehen. So, und als kleiner Tipp, zieht hier ein bisschen was von der Schutzfolie ab und macht euch gerade mit dem Tape hier so zwei Haltenase an. Dann können wir nämlich jetzt den Spoiler aufsetzen und einfach das Klebeband gleichmäßig abziehen. Und dann einfach Stück für Stück durchziehe und gleichzeitig andrücke. Der Brandon schaut, dass es bei ihm in der Flucht bleibt. Genau. Und das war ja jetzt mal gar keine 5 Minuten, oder? Auch hier richtig schnell. Super schnell appliziert das Ganze. Und et voilà, lass uns mal die Uhrzeit checken. 53 Minuten haben wir gebraucht. Hey, also kann man mal heute in der Mittagspause machen zum Beispiel, oder? Genau. Je nachdem. Also geile Sache. Was natürlich jetzt auch sehr cool ist, ihr wundert euch vielleicht, sonst haben wir immer zum Beispiel das Hochglanzschwarz verbaut in unsere Anbauteile. Wir haben jetzt hier unser Mattschwarz strukturiertes genommen, um einfach hier auch den Kontrast herzustellen. Schwarzes Fahrzeug, matt-schwarze Anbauteile, die fallen gleich auf und finde ich auch, gibt einen guten Kontrast. Aber viel wichtiger ist, Brandon, dein Auto, wie gefällt es dir? Sieht sehr gut aus, finde ich. Auch eben dieser Kontrast eben, schwarz glänzend, schwarz matt, das geht ganz gut zusammen, finde ich. Feierabend und was für geiles Wetter haben wir denn? Besser haben wir es nicht treffen können. Wir haben das Einsatzfahrzeug für die Gemeinde jetzt fertiggestellt. Brandon, du kannst loslegen mit dem Schneeschieber. Passend dazu natürlich auch mit deinen Semislicks. Hast du die beste Voraussetzung, perfektes oder? Perfektes Wetter, genau. Also wie ihr sehen könnt, im Handumdrehen haben wir hier ein ganzes Bodykit angebracht. Schneller geht's doch eigentlich nicht, oder? Wenn nicht, lasst es uns wissen, wenn ihr schneller seid. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like hier, abonniert den Kanal und bleibt am Start für die nächsten Videos. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.